Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren kleinen Video und zwar, ja, Pakete zum Auspacken. Wir fangen mal mit dem Uninteressanten an. Das andere, das ist sehr interessant, da freue ich mich schon riesig drauf. Es kommen die Tage noch ein bis zwei Pakete, aber da ich da jetzt nicht warten möchte mit dem Aufmachen, schneide ich das Video einfach hinterher ein bisschen oder füge es zusammen. Habe ich hier reingeschnitten? Nee, habe ich nicht. Hier ist ja sogar noch was drin. Das ist aber schön. Weiß gar nicht, was ich hier alles gekauft habe. So, ich lese mal. Hier ist ein Brief drin. Ich glaube, das habe ich bei eBay gekauft, genau. Dafür die beiliegenden Handschellen insgesamt nur noch ein Schlüssel vorhanden ist und die Arretierung wohl auch nicht der neuesten Techniken entspricht, lege ich als kostenlose Beigabe bei. Ach so, die Handschellen. Ah ja, viel Spaß mit den ersteigerten Fußschellen. Schön, das ist aber nett. Wow. Also die Fußschellen habe ich gekauft bei eBay und das hier gab es kostenlos. Das ist natürlich schön. Sind das zwei oder eine? Ich glaube, das ist eine. Aber wie es aussieht, ist das... Ja. Oh, ne, doch zwei. Schön. Handcuffs with keys. Schön. Mit Knopf. Ja. Lieb gemeint. Danke. Ja, schön. Was haben wir hier drin? Ich glaube, hier ist was Ähnliches drin. Ja. Die hat keinen Knopf. Ist natürlich auch eine recht günstige. Ja, und auch nicht der originale Schlüssel. Aber ja, schön. Also, über sowas freut man sich doch. Ne? So, als nächstes haben wir dann hier diesen kleinen Karton. Ich weiß nicht, ob das der originale ist. Ah, da steht sogar was drauf. Food Fetters, Clioso Nummer 8 Stainless. 65 hat das mal gekostet. Clioso Nummer 8. Oh, hat er doch schon. Warum kauft er denn noch eine? Ja, habe ich schon. Aber hier ist was Besonderes dran. Deswegen war ich da sehr erpicht drauf, dass ich die unbedingt haben musste. Hier ist kein Schriftzug drauf. Clioso Nummer 8 fehlt hier komplett. Oh, das ist natürlich schon hier ein älteres Modell. Wir haben hier auch eine spezielle Kette dran. Und dann diesen komischen Drehwirbel. Der ist auch sehr groß. So habe ich das auch noch nicht gesehen. Das muss also ein sehr frühes Modell sein. Der Schlüssel, der hat trotzdem hier diesen Haken dran. Na, das Schlüsselloch ist ein bisschen ausgenudelt aus, aber das ist nicht so schlimm. Da weiß man auch nicht, ob das so original ist oder nicht. Vielleicht hat Clioso da auch noch ein bisschen probiert früher. Ich meine auch, dass die Vernietung hier ein bisschen anders ist, aber das muss ich vielleicht mal in einem Vergleichsvideo irgendwann mal begutachten. So, das war das erste Paket. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Paket. Das kommt aus Australien. Ich habe da ein bisschen, ja, ein paar Euro quasi für bezahlt. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das hier so ein bisschen so aufmachen, dass wir die Adressaufkleber von der Rückseite nicht sehen. So, was haben wir hier drin? Hier haben wir so kleine Pakete drin. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Ich weiß auch nicht genau, was drin ist, bin ich ganz ehrlich. Wir haben hier was Schönes. Dazu kommen wir auch gleich mit einem Schlüssel. Ist sogar noch ein Schlüssel dabei. Das Ganze sieht aus wie eine Stotzhandschelle. Das Besondere ist, es ist keine Stotzhandschelle. Die ist nämlich nachgebaut von dem lieben Ian McCall aus Australien. Und ja, ist schon ein bisschen älter. Zwei Schlüssel sind... Achso, nee, den Schlüssel habe ich extra gekauft. Der ist für Providence Tool Handfesseln, genau. Und der Schlüssel ist hier bei der Stotz dabei. Ja, das ist natürlich schön. Also ist was Besonderes. Die gibt es so, glaube ich, auch nur ein einziges Mal.
Und hier habe ich gekauft, weil ich natürlich auch hier die Fußfesseln dazu gekauft habe. Stotz-Fußfesseln sind ja ziemlich selten und auch verdammt teuer. Und wenn ich schon nicht das Original in der Sammlung habe, dann habe ich jetzt wenigstens einen sehr schön verarbeiteten Nachbau in der Sammlung. Das ist natürlich toll. Und wenn wir hier den Schlüssel reindrehen, ich mache das dann lieber mit dem Originalen, der ist jetzt hier noch dran. Aber ihr habt zumindest gesehen, das ist also wirklich schick gemacht. Und dann haben wir hier noch eine Handfessel, die hatte ich auch noch mitgekauft. Und zwar, das ist allerdings jetzt ein Original, eine Adams Handfessel aus den USA. Die habe ich so nämlich auch noch nicht. Die ist ganz gut im Zustand, wurde wohl mal hier entrostet irgendwann professionell. Und wenn wir da mal gucken, ob wir die aufkriegen. Die Zeit haben wir jetzt auch noch. Dann müssen wir nur den Schlüssel hier abmachen. So. Na. Da. Zack. Na. Etwas hartnäckig. Dann setzen wir mal den Schlüssel hier ein und gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Andere Richtung vielleicht? Ne, da geht es relativ schwer. Ah, okay. Muss erstmal in die. Muss das erstmal so ein bisschen hier nochmal zudrücken. Ob das hier auch so ist. Ne, muss erst an einem gewissen Punkt vorbei und dann gegengedrückt halten. Und dann gehen die Teile auf. Das ist natürlich wirklich toll. Also schönes Exemplar. Klar, die Patina geht besser. Ne, beziehungsweise. Hier ist die Vernickelung halt auch weg, aber das ist halt wirklich auch ein altes Stück. Und wenn das Ding zu ist, dann ist das zu. Ja, alles in allem haben wir hier ein paar schöne Exponate und die stelle ich euch natürlich demnächst im Detail vor. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Paket. So, da sind wir bei unserem zweiten Teil des Auspackens der Australien-Pakete. Heute kam nämlich das zweite Paket. Ich hatte nur noch die anderen aus dem ersten Paket hier liegen. Das machen wir jetzt auch einfach mal auf. So. Und hier ist auf jeden Fall auch schön was drin. So. Wo fangen wir denn mal an? Weiß es gar nicht genau. Wir fangen einfach mal hier an. Ich glaube, das ist das Unspektakuläre, damit wir hier den Spannungsbogen ein bisschen halten. Wir haben hier, sieht aus wie eine Peerless-Handschelle, ist aber eine, keine Smith & Wesson? Doch! Ich habe sie nämlich nicht so genau gesehen, nur relativ verpixelt auf einem Bild. MFG by Smith & Wesson. Patent von 1912 haben wir hier draufstehen. Also eigentlich ist es eine Peerless. Das steht auch auf der anderen Seite drauf. The Peerless Handcuff Company Springfield. Und im Prinzip ist das aber hier doch eine Smith & Wesson, wenn man das so möchte. Also zumindest steht es auf einer Seite drauf. Ja. Ja, hier sogar auch. Also auf einer Seite Smith & Wesson, auf der anderen Seite Peerless. Ja, das ist doch schön. Mit einem Schlüssel. Das dürfte auch der Originale sein. Hier natürlich mit so ein paar Initialen drin von irgendjemandem, aber gut. Ich glaube, an das Modell kommt man auch nicht allzu oft ran. Was haben wir noch bekommen? Das ist jetzt nicht so spektakulär, aber ich habe es noch nicht gesehen. Das ist eine Smith & Wesson M104, aber mit Scharnierverbindung. Normalerweise gibt es die nämlich mit... ich glaube mit Kettenverbindung, ne? Also die habe ich so nämlich auch noch nicht gesehen mit Scharnierverbindung. Das ist schon irgendwie was Spezielles. Ich habe leider vom Verkäufer gesagt bekommen,
dass eine Seite nicht ganz richtig funktioniert, was ein bisschen schade ist. Wir können das ja mal testen. Würde mich jetzt interessieren, deswegen habe ich die quasi kostenlos bekommen. Sonst hätte sie jetzt aber auch nicht viel gekostet. Wir gucken einfach mal. So, wir machen jetzt einmal hier zack die Handschelle auf. Das sollte irgendwie beim Drehen sollte das der Fall sein. Es geht nämlich hier gar nicht tief genug rein. Da geht es weiter rein und hier geht es leider nicht so weit rein. Warum auch immer. Vielleicht kann ich das auch reparieren. Das soll wohl mit einem Standardschlüssel funktionieren. Ups. Da ist natürlich was runtergefallen. Wir nehmen mal hier diese tollen Algemas Brasil-Schlüssel. Mal gucken, ob der da reinpasst. Na, der passt natürlich nicht so gut. Haben wir irgendwo anders einen Standardschlüssel? Ich habe ja hier so viel auf dem Tisch liegen. Sollen wir mal gucken. Hier haben wir noch einen. Der ist jetzt natürlich an der Fußfessel dran. Aber der passt da auch nicht rein. Ah, schade. Eigentlich dürfte der keine andere Größe haben, meine ich. Ja, der Sache werde ich auf den Grund gehen. Da werde ich mal gucken. Vielleicht kann ich es, wie gesagt, irgendwie reparieren. Das wäre nämlich schade um die schöne Handschelle. Weil, wie gesagt, in der Modellkombination habe ich das Ganze so noch nicht gesehen. So, was haben wir hier? Hier haben wir jetzt was Besonderes. War auch gar nicht so günstig und gibt es auch nur, haltet euch fest, einmal auf der Welt. Also vielleicht gibt es noch ein zweites Paar, aber das hier ist nämlich was ganz Spezielles. Ja, eine Scharnierhandfessel. Und die wurde von dem, ja, muss ich mit einem Messer machen, von dem Ian McColl selbst entworfen und selbst gebaut. Er hatte mir das auch gesagt, eine Seite ist verschraubt, die andere ist vernietet, dass man sich das halt hier drin angucken kann, wie die Technik funktioniert. Das Ganze ist recht rustikal, erinnert so ein bisschen an die Otto Schlüter und lässt sich hier durchratschen. Und wir haben hier eine einfache Schlossfalle, also einen Bolzen. Ist auch relativ leicht und hier unten kann man wohl den Double Lock setzen. Ja, dann ist es tatsächlich arretiert. Ist ja auch ein Seitenschwinger. Hier haben wir das auch arretiert. Und mit diesem wunderbaren, tollen Schlüssel kann man das dann wohl auch wieder aufmachen. Ja, muss ich dann noch ein bisschen weiter drehen. Vielleicht hat das auch mal einen Tropfen Öl verdient, das Teil. Aber das gucke ich mir dann mal an. So, wir haben hier auch Double Lock raus. Hier können wir es ganz öffnen. Hier scheint noch irgendwas zu haken. Was auch immer. Wenn wir jetzt natürlich mal gucken. Da geht es schon rüber. Ja, gute Frage, was damit gerade los war. Ah. Naja gut, das ist vielleicht ein kleiner Zehntel Millimeter, was da nicht mehr ganz so passt, aber das ist nicht schlimm. Aufschrift haben wir hier TARRC auf fast allen Teilen. Also ist natürlich wirklich ja, ein tolles Ding, muss man schon sagen. Also bin ich sehr zufrieden mit und wie gesagt, diese Handschelle gibt es maximal zweimal auf der Welt, ich glaube einmal. Ich weiß nicht, ob das die war, die er zweimal gemacht hatte. Auf jeden Fall was Besonderes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Paket. So, hier haben wir unser drittes Paket aus Australien. Australia Post. Und das machen wir jetzt auf. Und es ist halt drei Pakete geworden, weil da ein bisschen was vergessen wurde. Und ja, aber es hat alles super geklappt. Ist alles super gelaufen. Und jetzt gucken wir, was ist denn da noch für ein Dings drin? Oh, das ist auf jeden Fall nicht meine Adresse. Okay. Ja, und dann gucken wir jetzt mal, was da drin ist. Erstmal ganz viel Verpackungsmaterial. Kann ich gut gebrauchen. Axel.
IND oder IHD. Aha, das ist aber schön. Sogar beschriftet mit meinem Namen. So, und hier ist was drin, was älter ist und was. Ah, ja, das, naja. Heißt ja auch Unboxing-Video. Und dann darf das Auspacken natürlich auch ruhig ein kleines bisschen dauern. So. Zack. Und da haben wir sie schon. Ja, was ist das Ganze? Das Ganze ist eine Handschelle. Was auch sonst. Aber eine, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Und der liebe Verkäufer, der Ian McColl, auch nur, glaube ich, ein einziges Mal bei einem anderen Sammler. Wenn ich hier so gucke, dann merke ich, dass natürlich hier der Schlosskasten richtig dick ist. Ein Double Lock gibt es nicht, das geht einfach schwer. Das hat man eine Portion Öl verdient, das Ding. Boah, das ist natürlich ein tolles Teil. Hier so ein Standardschlüssel. Mal gucken. Ui, und das funktioniert sogar. Lässt sich öffnen. Ja, also wirklich ein tolles Ding, muss ich sagen. Also mir gefällt sowas, wenn das hier ein bisschen spezieller gebaut ist. Und hier ist es definitiv der Fall, weil hier natürlich mehrere Lagen Blech benutzt wurden. CR283, da haben wir noch eine 9, da eine 15, eine 8. Also verschiedene Zahlen hier drauf. Nochmal eine 5, eine 8. Aber was das bedeutet, keine Ahnung. Und wo das herkommt, keine Ahnung. Aber aufgrund der Machart würde ich sagen, ist das schon eher was Stabiles und auch was Sicheres. Ja, dann bis zum nächsten Paket.